Hello, darkness, my old friend. Hey Leute, ich bin hier gerade oberhalb vom Albun. Es ist gewaltig, was es hier an Schnee runtergehauen hat. Ich glaube, wir haben noch nicht mal Mitte September. Und ja, 200 Meter weiter unten ist noch alles grün. Und hier hat es schon über einen halben Meter Schnee. Für die Schneeschuhe ist es fast zu weich. Und ich laufe hier schon auf einer Spur von zwei Tourengängern und sacke trotzdem immer noch ab. Also ich weiß nicht, ob ich heute noch Großes zustande bringe oder ob es überhaupt ein Video gibt. Ich wage es zu bezweifeln, aber ja. Ihr wisst ja, mit meiner Kondition ist es gerade doppelt mühsam. Aber ich kämpfe mich jetzt da noch ein bisschen hoch und ja, entscheide dann einfach vorzu. Alles klar. Dann vielleicht bis später und sonst an einem anderen Tag. Alles klar. Hear my words that I might teach you. Take my own that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the well of silence. And the people bowed. Na super, jetzt habe ich eine halbe Stunde geredet für gar nichts. Ist gar nicht gelaufen. So ein Seil. So, hier wird eigentlich die Wanderung erst wirklich interessant werden. Der Weg bisher ist nicht wirklich was Besonderes. Hier, seht euch mal an, sieht super aus. Da geht es zur Bergstation. Aber es hat viel zu viel Pulverschnee für die Schneeschuhe, für mein Gewicht und für meine Kondition. Ja, von daher muss ich das aufschieben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich muss warten, bis es mal geschmolzen ist, wieder gefroren, wieder draufgeschneit hat.
dann vielleicht nochmal gefroren und dann macht's auch Spaß mit den Schneeschuhen, aber so ist es ein bisschen zu mühsam für mich. Aber ja, wir haben ja noch nicht mal Herbst, also wir haben jetzt Mitte September. Und ja, der Winter kommt ja erst, aber ich musste einfach den Schnee jetzt begrüßen. Und wie immer, gigantisch. Dann sehen wir uns einfach das nächste Mal, hoffentlich bei einer ganzen Tour. Und dann hoffe ich, bin ja auch ein bisschen fitter. Ja, und ich denke, ich werde jetzt den Sessellift nach unten nehmen. Und denk mal, das war's dann für heute. Von dem her. Danke trotzdem fürs Dabeisein. Freuen wir uns aufs nächste Mal. Vor allem freuen wir uns auf den Winter. Pan Outdoor. Adios. Ausnahmsweise mal den bequemen Weg nach unten, darf auch mal sein. Ich mag Sessellifte, ist einfach angenehm. Besonders im Pizol rauf, da fährst du so lang und ist wunderschön. Nice. Ja. Ist schon fast Blasphemie. Quälst dich darauf und dann rollst du so langsam schön runter, voll, als ob es nichts wäre. Naja. So, in dem Fall verabschiede ich mich hiermit. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe wirklich, ihr habt so viel Freude an dem Ganzen wie ich. Ich schaue mir meine Sachen immer wieder an. Ich finde es eigentlich immer wieder toll. Ja, ist einfach was Schönes, rauszugehen. In dem Fall Pan Outdoor. Peace. Naja. In dem Fall sehen wir uns nächstes Mal. Ich wünsche euch gute Zeit bis dahin. Und Leute, geht raus, auch wenn es manchmal Überwindung braucht. Also, bis dann.